Heute testen wir das Cube Controls Formula Sport Lenkrad. Alles von A wie Aufbau bis Z zur Ziellinie, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Cube Controls hat dieses Lenkrad als Leihgabe zur Verfügung gestellt, die ich nach meinem Test wieder zurücksenden werde. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das Cube Controls Formula Sport Lenkrad kostet in der USB-Ausführung 699 Euro inklusive Steuer. Alternativ gibt es dieses Lenkrad auch in der Wireless, sprich drahtlosen Variante, die mit 789 Euro inklusive Steuer zu Buche schlägt. Ich teste für euch die USB- und somit kabelgebundene Version. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, dem Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Cube Controls Formula Sport Lenkrad und ein USB-Kabel dazu. Weiters werden Montagematerial, Werkzeug und ein umfangreiches Stickerset mitgeliefert. Die Ware kommt sehr gut verpackt und gut gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 50,8 bzw. 70 mm 6-Lochkreis mit der Wheelbase verbunden. Bei meiner Fanatec Podium Wheelbase gelingt dies beispielsweise über den Fanatec Podium Hub und an meiner SimuCube SC2 Pro Wheelbase. Da gelingt die Verbindung direkt über den bei SimuCube beigelegten Adapter. Guckt euch bei Bedarf mein SimuCube SC2 Pro Review von vor ein paar Monaten an. Da bin ich auf die Montage genauestens eingegangen. Insofern ihr eine Thrustmaster oder Logitech Wheelbase umbauen könnt, dann gibt's Adapterlösungen direkt über die Cube Controls Homepage. Um die Eingabemöglichkeiten wie Buttons oder Schaltpedals nutzen zu können, muss das Lenkrad klarerweise über das beigelegte USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Im Game Controller wird dieses dann angezeigt und ihr könnt die Funktion testen, beziehungsweise das Lenkrad kann im Anschluss dann in deiner Anwendung belegt werden. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Der Außendurchmesser beträgt 285 mm und somit positioniert sich das 980 Gramm leichte Cube Controls Sportlenkrad zwischen kompakten 27 cm Formula und der ab 30 cm beginnenden GT Wheel Klasse. Die Schaltwippen haben 28 bis 50 mm Abstand zum Rim und können über die Aufnahme stufenlos verstellt werden. Der 7 mm Schaltweg liegt in äußerster Position an und die Schaltpedals sind 4 mm dick und außen 40 mm breit und bieten somit Platz, um zwei Finger aufzulegen. 18 mm lange Langlöcher erlauben die Verstellung der Schaltpedals nach außen oder in Richtung Lenkradaufnahme. Vom Rim zum äußeren Rand der Pedals sind es dann je nach Position zwischen 32 und 50 mm Distanz. Die Schaltmechanik ist ebenso mit 4 mm dicken Carbonplatten ausgeführt und aufgenommen und über eine Metallachse und Distanzplatten aus Kunststoff gelagert. Der Schaltarm selbst ist aus Metall mit einem eingelassenen Magneten mit 10 mm Durchmesser ausgeführt. Und die Auslösekraft, die beträgt über den Hebel in der äußeren Stellung ca. 600 Gramm und in der innersten Position etwa 900 Gramm. Die Schaltmechanik ist mit ca. 72 Dezibel aus 30 cm Entfernung deutlich hörbar und nur bedingt wohnzimmertauglich, wenn jemand neben dir in Ruhe fernsehen möchte.
Der Flansch der Lenkradaufnahme hat einen Durchmesser von 80 mm und ist 5,5 mm dick bzw. 30 mm tief. Er weist das gängige Sechskreislochbild mit 70 bzw. 50,8 mm auf. Jede zweite Lochreihe ist mit einem M5-Gewinde versehen und die anderen Löcher sind Durchgangslöcher mit 5 mm Durchmesser. Die Buttons weisen 11 mm Durchmesser auf und lösen mit knapp 300 Gramm sehr leichtgängig aus, ebenso wie der WIP-Schalter. Die Griffflächen, die sind aus Kunststoff und etwa 43 x 26 mm breit. Für die Frontplatte setzt Cube Controls 4 mm dickes Carbon ein und das Gehäuse ist aus Metall mit einer Bautiefe von ca. 22 mm gefertigt. Sämtliche Buttons werden mit einer matten, schwarzen Kunststoffeinfassung versehen. Die gesamte Bautiefe inklusive Aufnahmeadapter des Lenkrads, die beträgt etwa 55 mm und mit einem montierten Simulcube Wheelside Adapter 115 mm. Das USB-Kabel, das ist ca. 1 Meter lang und über die Wicklung dehnbar. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 5, die Ausstattung. Insgesamt bietet das Cube Controls Formula Sportlenkrad 13 Buttons mit einheitlicher Größe und gleichem Druckpunkt. Oberseitig sind zwei Toggle-Switches verbaut, die in einer Stellung dann beleuchtet sind. Die linke Seite bietet einen 7-Wege-Joystick und unterseitig findet ihr zwei Rotary Encoders, die ihr links bzw. rechts drehen könnt. Rückseitig ist die Schaltmechanik verbaut und unter dem Montageflansch ist die Buchse für den Anschluss des USB-Kabels eingelassen. Frontseitig springt die massive Carbonplatte ins Auge. In der Mitte wurde das blaue Cube Controls Branding eingelassen. Und darunter verraten die drei Farben der italienischen Nationalflagge die Herkunft des Formula Sport Lenkrades. Die Einfassung der Buttons aus Kunststoff, die sieht nur zweckmäßig aus und fällt vom Carbon-Look der Frontplatte ab. Oberseitig wurde am Gehäuse das Cube Controls Logo sowie der Schriftzug aufgedruckt. Und die Rückseite bietet Vollmetall sowie Carbon-Look, ganz ohne Kompromisse. Lediglich der Anschluss des Kabels ist aus Kunststoff ausgeführt. Das Design der Schaltmechanikaufnahme wirkt sehr edel, genauso wie der optisch interessant konstruierte Aufnahmeflansch. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 7, die Haptik. Die Griffflächen aus Kunststoff, die vermitteln einen klarerweise nur zweckmäßigen Eindruck, insofern ihr wie ich ausschließlich ohne Handschuhe unterwegs seid. Die Verbindungsstellen der Kunststoffhalbschalen, die sind sichtbar und auch leicht spürbar. Bei der Betätigung der Schaltpedals fällt der absolut spielfreie Betrieb der Schaltmechanik auf. Auf den Schaltpedals selbst haben Zeige- und Mittelfinger Platz. Kommen wir zu Kapitel Nummer 8, die Verarbeitung. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Alles wirkt sehr solide und die Schaltmechanik samt den Pedals sogar hochsolide. Im Rennbetrieb ist dies absolut spürbar, dass sich nichts verwindet und alles geräuschfrei und ganz ohne Knarzen funktioniert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Die oberseitigen Buttons sowie Toggle-Switches, die sind sehr gut erreichbar. Für die Bedienung der unteren Knöpfe und Encoder, da müsst ihr das RIM klarerweise loslassen. Die Schaltpedals sind mit mittellangen Fingern gut erreichbar. Habt ihr sehr kurze Finger, da könnte die Erreichbarkeit trotz ganz nach außen positionierten Pedals ein Problem werden. Das RIM selbst ist ergonomisch angenehm geformt und liegt sehr komfortabel in der Hand. Die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und die Finger unterhalb der Speiche, die sind großzügig dimensioniert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, live am Lenkrad. In diesem Kapitel setze ich mich ans Rig bzw. ans Lenkrad und gebe euch live meine Eindrücke wieder. Viel Spaß damit. Im Kapitel live am Lenkrad geht's um Dinge, die ihr beachten müsst, die euch auffallen, wenn's live ans Lenkrad vor dem Rennstart geht. Erster Punkt, das USB-Kabel. Überlegt euch eine Verlegemöglichkeit, dass dieses nicht gespannt verlegt wird. Ihr benötigt unbedingt diese Range, um das Lenkrad gut 90 Grad in der Links- bzw. Rechtsstellung bewegen zu können, damit dieses nicht gespannt ist. Eine Überspannung, das verhindert dieses Coil, aber überlegt, wie gesagt, eine saubere Verlegung. Es bietet sich an, dieses etwas hier unterhalb der Wheelbase-Aufnahmeplatte zu verlegen und so hättet ihr beispielsweise eine ordentliche Range ohne ein Verdrehen, Verwickeln, Überspannen, Überdehnen des USB-Kabels, der USB-Kabelverbindung. Nächster Punkt, die Befestigung an der Wheelbase. Da habt ihr über die Cube Controls Homepage 3D gedruckte Adapter für Logitech oder Thrustmaster und bei Fanatec geht ihr beispielsweise über den Podium Hub an eine Fanatec Podium Wheelbase und bei Simulcube wie üblich über das Adaptersystem, welche eine schnelle, spielfreie Verbindung von Lenkrad zu Wheelbase erlaubt. Das kennt ihr aus meinen Reviews. Diese schwalbenschwarzartige Verbindung, ihr setzt dieses Lenkrad auf samt dem Adapter, lasst es nach unten gleiten und hier seitlich habt ihr dann diese Löcher
entweder von links oder von rechts seitig, um eine spielfreie Verbindung bzw. dieses Wheel an der Wheelbase zu fixieren. Nächster Punkt, der euch auffällt, wenn ihr das Rig in Händen hält, ist eine sehr ergonomisch gute Position. Ihr habt eine typische Formula-Griffhaltung, die sich auch eignet, wenn ihr mit GT-Lenkrädern unterwegs seid. Über die Größe sind wir bereits eingegangen. Ihr seht hier zum Vergleich ein 27 cm Lenkrad, das jetzt nur marginal kleiner erscheint als diese 28,5 mm in der Breite. Es ist leicht spürbar, ihr merkt diesen guten Zentimeter an mehr und im Vergleich zu einem GT-ähnlichen Lenkrad, wie hier einem Fanatec McLaren GT3 mit 30 cm Durchmessern, seid ihr wie gesagt mit 285 mm in etwa genau in der Mitte angekommen. Was euch auch sofort auffällt, ist klarerweise die Haptik. Ihr habt mit Kunststoff überzogene Griffflächen, diese Halbschalen mit so einer kleinen Verbindungsnaht, die man auch spürt, hier außenseitig, innenseitig etwas stärker. Und der Kunststoff selbst ist sehr widerstandsfähig, elastisch, würde ich sagen, ausgeführt. Ihr spürt einen harten Druckpunkt, ihr könnt diesen leicht eindrücken, aber dieser fühlt sich sehr massiv, sehr fest und auch abriebfest an. Während des Rennbetriebs könnt ihr die oberen Buttons relativ komfortabel bedienen, ohne auch die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Wollt ihr zu den inneren Buttons, dann müsst ihr, wie ihr seht, hier die Griffflächen lösen, um diese auch zu erreichen. Hier habt ihr einen etwas hohen, störenden Rand. Der könnte in meinen Augen etwas flacher ausgeführt sein, um hier besser zu den Buttons gleiten zu können. Vorbildlich gelöst sind die sehr frei zugänglichen Rotary Encoder, die ihr hier bedienen könnt. Das würde auch mit Handschuhen sehr gut funktionieren. Die Schaltpedals selbst mit den zwei Fingern, die ihr auflegen könnt, sind wunderbar gut zu bedienen und vielfältig einstellbar. Im Winkel, diese Neigung über das Langloch nach innen, nach außen. Habt ihr sehr kurze Finger, dann könnte dies etwas knapp werden, diese zu erreichen. Aber für übliche Handgrößen sollte es hier kein Problem geben. Diese Toggle-Switches oberseitig sind in der oberen Stellung nicht beleuchtet und wenn du diese nach unten klickst, dann hast du die rot umfasste Beleuchtung aktiv. Wichtig bei dir bei der Buttonbelegung im Spiel, wenn du beispielsweise die Headlights oder Scheibenwischer belegen möchtest, dann klicke im Spiel auf Headlights oder Wipers belegen und dann klicke mit dem Button nach unten und so ist dieser richtig belegt. Das heißt, die Scheibenwischer oder das Licht, das leuchtet, das heißt, beispielsweise dein Licht, das leuchtet, wenn du den Toggle-Switch nach unten setzt und gleichzeitig signalisiert dir der rot umfasste beleuchtete Rand, deine Scheibenwischer oder deine Headlights sind aktiv. Dann klickst du auf die nächste Buttonbelegung, Scheibenwischer off oder Licht off und dann belegst du den Button, den Toggle-Switch nach oben und dann passt hier deine Beleuchtung des LEDs-Rings wunderbar mit deiner Belegung zusammen. Ein weiterer Punkt, der dir ebenso auffällt, ist die großzügige Aussparung für deine Finger beim Lenkrad. Hier hast du mit dem Daumen wunderbar viel Platz, um diesen zu bewegen und auch dein kleiner Finger oder dein Ringfinger findet hier in der Aussparung wunderbar Platz. Weiters üblich bei den Formula-Lenkrädern ist das unten abgeflachte Design. Hier hast du genügend Platz, wenn du eine liegende Formula-Position einnehmen möchtest, die Füße und Knie relativ weit oben, dann wirst du genug Platz finden, um hier unterseitig nicht mit dem Lenkrad zu kollidieren. Und gleichzeitig für dich ein wichtiger Aspekt ist, wenn du dieses Lenkrad in anderen Klassen einsetzen möchtest. Wie gesagt, Formula GT kein Problem. Willst du in den Rallye-Sport umsteigen und musst hier etwas am Lenkrad kurbeln, übergreifen oder beim Driften, dann ist so eine Bauweise von einem nicht geschlossenen Lenkradkranz klarerweise von Nachteil. Kapitel Nummer 10, das Fazit der Rennstreckentests. Das Cube Controls Formula Sport liegt sehr komfortabel in der Hand. Ich fühle mich damit sowohl in Formula als auch GT-Klassen gut aufgehoben. Der Durchmesser von 285 mm ist hierfür super gewählt. Das Grip-Gefühl ist wie bereits erwähnt eher zweckmäßig. Hier vermisse ich alternative Materialien für den Lenkradüberzug. Auf der anderen Seite fühlt sich der Schaltvorgang ultra knackig und sehr direkt an. Hier kann ich absolut kein Spiel ausmachen und die Schaltvorgänge gehen über die schwächer dimensionierten Magneten blitzschnell. Sehr deutlich spürbar ist für mich auf der Rennstrecke der sehr stabile Aufbau des Gehäuses. In Verbindung mit dem spielfreien SimuCube Quick Release ist das Cube Controls Formula Sport stabil wie ein Brett. Das Force Feedback baut sich super auf bis hin zum Peak und genau das spürt man bei der Bedienung über das Lenkrad. Hier gibt es einfach keinen Flex, der irgendwelche Effekte des Force Feedbacks schlucken würde und davon kann man einfach nur begeistert sein.
Und so kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Als Simracing-Heimanwender sind Handschuhe beim Simracing kein Muss und genau hier kommt der Einsatz von alternativen Materialien immer wieder ins Gespräch. Bei einem High-End-Lenkrad zum Preis von knapp 700 Euro oder darüber würde ich gerne die Möglichkeit haben, dieses Modell mit Glatt, Wildleder oder Alcantara überziehen zu lassen. Die Nahtstellen der Kunststoff-Halbschalen bei den Griffflächen sind nicht störend, will man aber in dieser Preisklasse einfach nicht mehr haben. Passend zur hochwertigen Carbonplatte samt Metallgehäuse fallen die Button-Einfassungen sowie Rotary-Encoder aus Kunststoff deutlich ab. Ein weiterer negativer Aspekt beim Joystick fehlt mir das taktile Feedback bei den Endlagen der Achsen in Richtung links, rechts, oben oder unten. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Die Schaltpedals sind in der Breite gut dimensioniert, um mit zwei Fingern bedient zu werden. Ein zweites Paar GT-Pedals mit größerer Breite wäre ein sinnvolles Add-on, welches gut zu dieser Lenkradgröße passen würde. Mit kürzeren Fingern wäre eine Verlängerung des Pedalarms von Vorteil. Weiterer neutraler Aspekt, die Einfassungen der oberen Buttons mit über 6 mm Höhe empfinde ich als sehr hoch, aber noch okay. Die mittleren Buttons wären ohne Rand deutlich besser bedienbar, da man hier sowieso den Griff vom Lenkrad lösen muss. Und bei den Toggle-Switches würde ich mir 2 bis 3 mm mehr in der Länge wünschen, aber trotzdem sind diese Out-of-Box noch ordentlich bedienbar. Die USB-Kabelverbindung ordne ich als neutral ein. Diese bietet auf der einen Seite eine sehr hohe Kompatibilität mit diversen Wheelbase-Herstellern, aber ist optisch gesehen natürlich klarerweise kein Highlight. So kommen wir zu Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Ein sehr hochwertiger Einsatz von Carbon und Metall. Die Schaltmechanik ist die bis dato am besten gelagerte, die ich an Lenkrädern im Einsatz hatte. Spielfreier als spielfrei geht einfach nicht. Und hier macht Cube Controls alles richtig. Der Einsatz von 4 mm dicken Carbon-Pedals ist vorbildlich und hier setzt sich Cube Controls von 2 bis 3 mm dicken Lösungen der Mitbewerber deutlich ab. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen und die Rotary Encoder sind sehr gut bedienbar, gut erreichbar und auch groß genug gewählt. Ein weiterer positiver Aspekt ist für mich die Optik. Diese Wertung müsst ihr klarerweise immer subjektiv einordnen. Aber ich finde das Cube Controls Formula Sport Lenkrad einfach schön, zeitlos im Understatement Look. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine extrem hohe Performance in Sachen Stabilität gegeben. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Flex suchst, dann wirst du bei diesem Modell nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich der hochmassive Materialeinsatz von dicker Carbonfrontplatte und Metallgehäuse samt massivem Metallflansch aus. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 14, Fazit und die Kaufempfehlung. Den Preis von knapp 700 Euro ordne ich als sehr hoch, wenn auch nicht unfair ein. Ich würde mir, wie bereits erwähnt, in dieser Preisklasse auf der Homepage ein Dropdown-Menü wünschen, wo ich einen Bezug der Griffflächen in bewährten Materialien verfügbar hätte. Als Handschuh-Simracer wird dich dieser Aspekt nicht stören, aber als haptisch orientierter Anwender musst du dir bewusst sein, dass Kunststoff eben Kunststoff ist. Wenn für dich die Stabilität eines Lenkrads von höchster Priorität ist, dann kann ich eine klare Empfehlung für das Cube Controls Formula Sport Lenkrad aussprechen. Dies ist mitunter eines der stabilsten Lenkräder, die ich bis dato im Einsatz in Händen hatte. Und jetzt seid ihr am Zug. Wie hat euch dieses Review gefallen? Und was denkt ihr über das Cube Controls Formula Sport Lenkrad? Loggt euch bitte bei YouTube ein und lasst mich dies über die Kommentarfunktion wissen. Gerne lasst auch einen Like und ein Abo da, das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Dabeisein und nach dem Abspann hänge ich euch noch zahlreiche Fotos und Aufnahmen mit rein. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich habe viele spannende Dinge in Zukunft für euch geplant. Liebe Grüße und bis bald von eurem Ron.